Eine lustige Redewendung. Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh macht auch Mist. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass auch kleine Tiere auf einem Bauernhof Schmutz machen, Dreck machen. Ja? Sie machen auch Kot. Ja? Sie, also wir Menschen gehen auf die Toilette und sowas Ähnliches machen Tiere auch. Und dann produzieren sie auch Dinge, die Schmutz machen. Ja? Sie produzieren Mist. Ja? Bei Tieren nennt man das Mist. Und auch kleine Tiere auf einem Bauernhof, ja, auch Kleinvieh, ja, Vieh, das ist zum Beispiel die Kuh, ja, das Rind, ja, das ist Vieh. Und auch Kleinvieh, also Tiere, die nicht ganz so groß sind, ja, die produzieren auch Mist. Und das hört sich sehr negativ an, ja, man möchte ja nicht so viel Mist haben, ja. Aber es ist nun mal so, dass wenn man viele kleine Tiere hat, ja, dann hat man am Ende sehr viel Mist. Und dieses Sprichwort benutzen wir, wenn wir sagen wollen, dass auch wenn man kleine Dinge bekommt, dann läppert es sich im Laufe der Zeit. Das heißt, alles zusammen ist es groß, ja? Wenn man alles zusammennimmt, dann ist es eine große Sache, okay? Zum Beispiel ein Musiker, ja? Der Musiker steht auf der Straße oder am Straßenrand, ja? Der Musiker steht auf dem Bürgersteig und spielt Musik. Und Leute geben ihm Geld, ja? Sie geben ihm 10 Cent, 50 Cent, mal 1 Euro, ja? Mal 2 Euro, ja? Und manchmal sind diese Beträge ganz klein, ja. Sie geben manchmal nur 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, ja. Aber wir sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Damit meinen wir, dass wir auch kleine Dinge wertschätzen. Denn insgesamt, am Ende des Tages, hat der Musiker, der für Münzen gespielt hat, einen guten Betrag. Ja, am Ende, wenn man alles summiert, ja, die Summe all dieser kleinen Münzen ist dann eine große Summe, ja, wenn man alles zusammennimmt. Und dann sagen wir, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ich schätze auch kleine Spenden, weil insgesamt es eine große Summe ist, wenn viele Leute spenden. Ja? Und ich, deswegen finde ich diese Redewendung so lustig, weil das Bild, was entsteht, eigentlich ein negatives Bild ist. Ja? Kleinvieh macht auch Mist. Wer will schon Mist haben? Ja? Mist ist nur Dreck. Ja? Okay, man kann Mist als Dünger gebrauchen, ja. Wenn ich viel Mist habe, dann können die Pflanzen wachsen. Ja? Ich mache den Mist unter die Erde und dann wachsen die Pflanzen. Ja? Das ist Mist. Und aber wir denken eigentlich sehr negativ über Mist. Ja? Wir wollen keinen Mist haben. Mist ist Dreck. Mist ist Schmutz. Ja? Das ist die Bedeutung von Mist. Ja? Nicht zu verwechseln mit dem Nebel. Ja, das englische Wort Mist heißt auf Deutsch Nebel. Nein, nein, nein. Das deutsche Wort Mist bedeutet Dreck. Ja, oder auch Kot von Tieren. Ja, das ist Mist. Und das ist eigentlich etwas Negatives. Aber in dem Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist, ist es etwas Positives. Ja? Wir wollen ganz viel Mist haben in der Metapher. Zum Beispiel ganz viele kleine Münzen, um dann am Ende viel
zu haben. Okay, ich hoffe, ich konnte gut vermitteln, was dieses Sprichwort bedeutet. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und vielleicht möchtest du es auch einmal benutzen. Ja? Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!